haben es im Internet gefunden. Ja, und dann habe ich es mir angeschaut und beziehungsweise ich habe gleich einen Termin ausgemacht, ich habe es mir angeschaut und habe mich sofort verliebt und habe sofort zugesagt. Also ich habe es wirklich von Grund auf renovieren müssen, aber es hat sich so gelohnt. Also es ist jetzt wirklich eine richtig schöne Perle, ein Schmuckstück. Ja, wirklich alles sehr, also der Tisch, die Küche, alles aus Echtholz, aus einer alten Birn. Ich habe da wirklich geschaut, dass ich sehr viel auf Natur gehe, dass man halt die Energie auch wieder gespürt hat. Genau. Schaffen, wo ich wirklich einfach nur sagen kann, wo wirklich wo ich den Bezug zur Natur direkt wieder habe, also wirklich aussehe und ich bin sofort im Wald quasi. Genau, das war meine Intention dahinter. Und das ist ein kleines Atelier, Heiserl. Ja, genau. Für mich einfach ein Ort, wo ich kreativ sein kann, wo ich mich wirklich mit den Pflanzengeistern wieder verbinden kann. Hexen, das waren eigentlich früher diese Heilerinnen, diese Schamaninnen und ja, einfach die Hebammen, Frauen waren früher einfach, haben einen unglaublich hohen Stellenwert gehabt, weil die haben eben ja, die Familie gesund gehalten, unter anderem eben deswegen auch der Kräuterbuschen, der wirklich für die Hausapotheke früher gestanden ist, deswegen hat man diese Kräuter gesammelt, achtsam, liebevoll, weil man eben die Intention wirklich auch gehabt hat, damit zu heilen. Ich habe mich zuerst mit der indischen Mythologie, mit Yoga auseinandergesetzt und wie gesagt, dann habe ich mir die Frage gestellt, wo soll es bei uns gehen? Und das ist genau die Antwort. Die Kräuter sollen uns einfach wieder daran erinnern, dass wir eigentlich die Hausapotheke direkt vor unserer Haustür haben. Das Schöne an meinem Beruf, ich kann immer einfach sein, wie ich bin und meine Frauen nehmen mich auch so an, das ist einfach schön, sie akzeptieren jede Rolle von mir und wir Frauen haben ja meistens nicht nur eine Rolle, wir haben zig Rollen, also uns kannst du gar nicht in den Ohrschublade stecken, du brauchst hunderte. Frauen sind einfach so unfassbar vielseitig und das macht Spaß. Und genau so darf ich mich jetzt auch ganz neu wieder entdecken mit der Gretel in der Mama-Rolle. Yoga ist wirklich mein Hauptstandbein. Das hat sich die letzten Jahre einfach so etabliert und jetzt darf ich selber schon Yogalehrer ausbilden. Also das heißt wirklich, Yoga ist ein riesen Standbein auch und das ist eigentlich auch das, wo sich alles wieder zusammenfügt. Also das macht mich aus. Ich liebe die Ästhetik vom Grafikdesign, von meinem früheren Beruf quasi, den ich erlernt habe. Mit Yoga bringt einfach so viel Energie ein und Bewegung in allem, was ich mache. Und die Natur, die ist sowieso allumfassend. Also die ist sowieso immer präsent. Genau, deswegen passt das. Ja, bin eins zu eins ich. Ist auch das Schöne, warum ich da bin. Ich versuche dieses Geheimnis irgendwann vielleicht zu lüften. Er ist mystisch, auf Englisch ist vielleicht tatsächlich besser zu erklären, er ist pure and raw. Also das heißt, so viel wie er ist einfach unverschönt. Er ist genauso weit, wie Natur ist. Das berührt mich.